meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind gerade unterwegs, wie ihr seht. Wir fahren jetzt nach Lübeck, ein paar Sachen einkaufen. Zum Beispiel brauchen wir unbedingt einen Esstisch, einen kleinen. Wir haben ja schon einen großen Esstisch für unsere Wohnung. Wir brauchen aber noch einen kleinen für die Küche, wo so zwei Stühle ranpassen. Dann brauchen wir wollten wir schauen nach einem Staubsauger und nach einer Waschmaschine. Wir schauen einfach mal, was wir so finden. Oh Gott. Genau, und da wollten wir euch einfach mal mitnehmen. Wir haben gerade noch ein bisschen Kleidung gespendet. Wir haben zu Hause nämlich aussortiert und haben zwei große blaue Säcke gespendet. Ja, fühlt sich gut an. Gleichzeitig haben wir noch von Lia einen Body gekauft, so einen kleinen. Das kann ich euch mal zeigen hier. So einen Body gekauft. Mit der kleinen Maus. Genau, und dann fahren wir jetzt eben, wie gesagt, einkaufen. Und Frühstück müssen wir auch noch, haben wir auch noch nicht gemacht. Wir haben ja heute das erste Mal in unserer Wohnung geschlafen, aber dazu gibt es einen Vlog, da seht ihr dann, wie es war und so. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß. Okay, los geht's. Lachst du, Moki? Schaust du runter? Da unten singt jemand. Richtig schön, ne, Moki? Jetzt schaut sie ganz gespannt runter. Tanzt du? Ja, tanzen? Tanzen? Ja, super! Süße. Wir sind hier gerade bei Ikea und wir haben hier gerade diese Wand hier entdeckt. Die ist jetzt nicht zu verkaufen oder so, aber ich finde das voll schön fürs Wohnzimmer. Was würdet ihr dazu sagen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das sind unbequemmaß drin. So, wir gucken jetzt nach Stühlchen. Kleine Maus. Das ist so meine. So, nee, fast nicht. Da muss ich, da muss ich auf die Barrikade gehen. Auch vom Rücken. Weil, du sollst hier nur frühstücken. Ja, ja, klar, aber trotzdem muss er. Ich finde den auch nicht. Ich finde den optisch nicht schön. Gott, Felix hat seine Meinung gefällt. Ist nicht seins. Schade. Gut. Was hältst du von diesem hier? Ah, das ist ein Kinderstuhl. Ja, genau so. Das wäre doch was. Ja, dann schauen wir mal weiter. Nelia, schauen wir weiter? Schauen wir weiter, mein Schatz? Das ist ja auch schön, ne? Schatz, guck mal. Oh ja. Voll schön, so ein Übertopf hier. Passende Besteck. Richtig toll. Die Wagen finde ich auch toll. Da will ich auch noch einen, Schatz. So einen Wagen will ich auch noch haben. So einen Wagen. Ja. Die sind mega praktisch. Hm. Nun ist es der Tisch, nicht der Stuhl. Ja. Gut, aber der Stuhl ist schön. Das Kissen passt sehr gut in unsere Küche. Aber Felix ist nicht zufrieden. Ich glaube, wir können ihn nicht zufriedenstellen. Schatz, wir finden niemals das Richtige. Das baut euch auch noch um. Da bist du zufrieden, ja? Aber weiß passt nicht in die Küche. Das größte Problem, was wir haben, unsere Küche ist modern. Wir haben eine Leiste für die Küche gekauft mit passenden Haken. Jetzt sitzen wir gerade auf so mega bequemen Stühlen. Oder die sind voll bequem, ne? Die Rücklehne ist voll schön. Und ich habe das hier gerade gesehen mit so Birkenbäumen. Ich finde das so schön als Abtrennung. Weil wir wollten ja bei unserem Wohnzimmer eventuell so eine halbhohe Wand machen. So ungefähr war das. Aber das finde ich schöner. Ich glaube, das würde so richtig gut passen bei uns. Was sagt ihr dazu? Ich finde das richtig toll. Wie die das hier gemacht haben mit dem Esstisch. Richtig schön. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und ich wollte euch eben noch zeigen, was wir gestern bei Ikea mitgenommen haben. Einmal sind hier zwei Pflänzchen eingezogen, wie ihr seht. Die stehen hier schon auf der Fensterbank. Genau, einmal so ein kleines Bäumchen hier. Fanden wir ganz schön mit so einem passenden grauen Topf. Das müssen wir noch umtöpfen, aber ja, es ist erstmal provisorisch. Der bleibt auch hier im Schlafzimmer stehen. Und dieses kleine Pflänzchen hier ist fürs Badezimmer. Finde ich passt ganz gut so ins Badezimmer. Und da haben wir auch einen dunkelblauen Topf gewählt, weil das Badezimmer ein bisschen maritimer wird. Ja,
Und dann wollte ich euch noch unsere neue Schlafzimmer-Deko zeigen. Und zwar habe ich hier so kleine Häuschen gekauft bei Action. In drei verschiedenen Größen gibt es die. Ich glaube, das kleine kostet auch nur 1 Euro, das kostet 2 Euro und das kostet, glaube ich, 3 Euro. Also auch total günstig. Und dann haben wir noch so ein paar Bilderrahmen übrig gehabt. Und ich dachte, ja, wir machen die einfach hier so ein bisschen hin. Und da haben wir auch hier das gleiche Blau wie hinten an der Wand. Also es passt total farblich sehr, sehr gut. Und genau, da haben wir jetzt hier so drei Bilderrahmen und dieser Bilderrahmen, der bleibt da nicht drin, sondern der kommt auch noch hier auf diese Seite. Genauso wie ein großer blauer. Nur hatte IKEA gestern die großen blauen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die nicht mehr im Sortiment sind oder ich weiß, auf jeden Fall waren die alle ausverkauft. Genau, da kommt hier nämlich noch ein kleiner weißer und ein großer blauer hin. Und ich glaube, dann ist die Wand auch soweit fertig. Hier in die Ecke kommt auch noch eine schöne große Pflanze. Und dann ist das ja auch schon fertig. Hier steht ja der Spiegel. Steht gerade auch noch eine Softbox. Und hier stehen jetzt auch schon richtig, richtig viele Sachen. Denn Felix ist gestern hier schon fast komplett eingezogen mit seinen ganzen Sachen. Ich kann dann mal mit euch hier ins Ankleidezimmer gehen. Hier haben wir nämlich auch schon Strom. Tada! Und Felix ist hier gestern, wie gesagt, auch schon eingezogen in seinen Kleiderschrank. Und hier stehen jetzt im Moment noch alle Sachen so rum. Ja, hier mein Foto-Hintergrund. Hier diese Stangen dafür nehmen wir jetzt erstmal als Kleiderstange, weil hier sollen ja eigentlich auch noch von rechts nach links eine große Kleiderstange hin. Aber genau, erstmal muss dann das herhalten. Meine Seite ist noch komplett leer. Wie ihr seht, hier liegen nur zwei kleine Teile. Und hier sind noch die Handtücher. Ja, aber da lasse ich mir noch Zeit. Das mache ich irgendwann heute im Laufe des Tages. Genau, Licht haben wir hier wie gesagt auch schon. Und hier haben wir auch schon einen Staubsauger-Roboter. Den verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich finde den nämlich richtig genial. Wir haben den einen von Aldi. Der ist auch richtig gut. Der saugt richtig toll. Aber dieser hier ist so unglaublich leise. Ich kann euch das mal vorführen. Der hat jetzt vollgeladen hier über Nacht. Und dann drückt man einfach nur hier rauf. Und ich finde, er ist wirklich so leise für so einen Staubsaugerroboter. Und die Kleine findet das auch richtig toll. Ja, und der kann jetzt hier mal ein bisschen putzen. Wie ihr seht, er saugt auch echt gut. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Schaut euch das an. Außer halt so schwere Sachen, ne? Das hier schafft er halt nicht. Aber so den Staub und so, das macht der schon echt richtig, richtig toll. Die Kleine ist mit dem Staubsauger beschäftigt. Und wir haben jetzt hier auch schon ein Kallax-Regal hochgetragen von IKEA. Mit dem passenden Schreibtisch von mir. Das war ja alles in meinem Nähzimmer drin. Und das ist jetzt alles schon hier. Also ich habe hier meine Overlock. Meine Stickmaschine, das ist alles noch provisorisch, ne? Ich muss es nachher alles hier in den Schrank einräumen. Und genau, dann habe ich hier eben meine kleine Ecke. Das bleibt nicht so. Ihr wisst ja, ich bekomme unten mein großes Büro. Aber, ja. Das ist halt dann... ja, jetzt meine Nähecke erstmal provisorisch, bis eben unten das Büro fertig ist. Ja, mein Lieben, dann würde ich mich auch erstmal für den Vlog hier verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, so ein bisschen ja, uns beim Shoppen zuzuschauen. Ich habe noch ein bisschen Stoff gekauft. Kann ich euch eigentlich auch mal zeigen, genau. Das ist nämlich auch noch hier, das kann ich euch zeigen. Und zwar, das liegt auch ganz oben hier, ist das so ein Rip-Jersey in so einem schönen Rosa. Also ein Altrosa. Richtig schön. Ja, den habe ich gestern noch mitgenommen. Und das muss ich nachher alles einsortieren, weil ich habe hier zwei Kartons mit Stoff voll. Das muss ich alles noch einsortieren. Das wird auch noch ein schöner Spaß. Ja, die Kleine spielt hier mit dem Staubsauger. Und ich werde jetzt runtergehen, frühstücken. Die Küche funktioniert bei uns leider noch nicht so ganz. Das machen wir jetzt am Wochenende, also morgen. Denn da muss noch einmal... Die Spülung, Spülmaschine muss angeschlossen werden und der Herd, das muss aber einfach nur eigentlich nur ein Stecker rein und so und genau, einmal an Stromkreis angeschlossen werden sozusagen. Das machen wir alles morgen, dann nehme ich euch dann auch mit im Bauvlog, also das seht ihr dann auch. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!